Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React, vorgeschlagen von euch, Titan des Erdreichs. Heute dabei Tremors. Christian, Sebastian und ich, der Peter. Wir gucken endlich Tremors. Servus. Titan des Erdreichs. Das sieht nicht aus wie Tremors, Peter. Nein, das ist ja auch Titan des Erdreichs. Wieso ist ja, das? Ja, aber das also, sind die Titanen des Erdreichs. Das ist doch ein Feld. Ja, das ist ein Feld. Da leben die hier Bagger. In den einsamen Weiten der skandinavischen Tundra machen wir uns auf die Suche nach den wohl letzten freilebenden Titanen des Erdreichs. Wir alle kennen sie als domestizierte Nutztiere. Doch kaum jemand weiß, dass die Wildnis die eigentliche Heimat dieser sanften, scheuen Riesen ist. Noch nie ist es einem Kamerateam gelungen, diese faszinierenden Kolosse in freier Wildbahn zu filmen. In der rauen Schönheit dieser wilden Landschaft soll unsere Wildnis, Suche belohnt werden. Das sind bestellte Felder. Das ist wilde, raue Landschaft, Christian. Da, guck sie dir an. Oh mein Gott. Ein prachtvoller Raupenbagger. Am stämmigen Oberkörper, der mächtigen Schaufel und den kräftigen Raupenklauen erkennt man, dass es sich hier um einen Bullen handelt. Wir schätzen ihn auf 12 Jahre. Mit einer Schaufelhöhe von beachtlichen 15 Metern bringt dieser Bursche ein Gewicht von mindestens 50 Tonnen auf die Waage. Raupenbagger sind Einzelgänger. Doch jetzt im Frühsommer suchen sie Gesellschaft. Es ist Brunftzeit. Auch unser Bulle ist auf Brautschau. Er hat etwas gewittert. Mit dem sensiblen Geruchsorgan oberhalb seines Kiefers folgt er zielstrebig der Fährte eines Weibchens. Wie geil das gemacht ist. Voll aufwendig. Mit lauten Brunftschreien ruft er nach ihr. Das ist übrigens ein Volvo-Werbefilm. Also ich glaube, die Marketingabteilung hatte sehr viel Kunst. Beharrlich folgt unser Bulle der Fährte. Dieses Radbaggermännchen ist gerade mit dem Nestbau beschäftigt. Es soll besonders schön werden, denn nur das Männchen mit dem eindrucksvollsten Nest wird vom Weibchen erwählt. Das Radbaggermännchen horcht auf. Es wittert Gefahr. Sofort geht es in Hartnachtstellung und verfällt in charakteristische Drohgebärden, um sein Revier zu verteidigen. Langsam nähert sich der Eindringling. Es ist unser Raupenbaggerbulle. Alter, das Weibchen, das wird gleich tot gemacht, ey. Das ist kein Weibchen, das ist ein anderes Ding. Das ist auch ein Männchen. Hä? Oder? Nee, das sieht man doch! Alter, das ist ein Weibchen. Die beiden beschnüffeln sich. Oh mein Gott, lieben die sich der sofort. Der Radbagger merkt, dass unser großer Bulle ein ganz anderes Ziel verfolgt. Die Fronten sind geklärt. Nee, das sind zwei der Männchen. Titan setzt seinen Weg fort. Ja, Junge, die haben sich beschnüffelt und die Fronten sind jetzt geklärt, Junge. Die haben ihre Schaufeln an. Argwöhnisch verfolgt das Radbaggermännchen den Abzug des Fremden. Ja, war nämlich ein Radbaggermännchen. Das kleine da. Selbst unwegsames Gelände und extreme Steigungen bewältigt er mit seinen kräftigen Raupenklauen, notfalls mit Hilfe der Schaufel. Wenn sie das vorgespult haben. Seine Beharrlichkeit wird belohnt. Oh, endlich. Ihm und uns bietet sich der atemberaubende Anblick eines Raupenbaggerweibchens. Macht er seine Schaufel hinten rein, oder was? Im Gegensatz zum Bullen sind beim Weibchen Oberkörper und Hinterteil zierlicher und die Gestalt ist insgesamt gedrungen. Scheinbar unbeeindruckt widmet sie sich weiter der Nahrungssuche. Sieht nicht exakt gleich aus. Nee. Er nähert sich gedrungener. Schüchtern wendet sie sich. Weibchen hat geileren Arsch. Eine höhere Traglast. Das Weibchen haut ab. Ihr Rückzug hinter einem Erdhügel kommt für ihn einer Einladung gleich, der er natürlich gerne folgt. Oh mein Gott, jetzt finden die hinter dem Berg. Hier kommt es zur ersten zärtlichen Berührung. Der erste Schritt ist getan. Doch das Weibchen will umgarnt werden. Unser Bulle beginnt sofort mit seinem Liebeswerben. Dem Balztanz. Ja, jetzt kommt der Balztanz. Im Walzer. Oh, das war knapp. Ich stelle mir wirklich die Fahrer dieser Fahrzeuge vor. Wächst ihre Begeisterung für den Verehrer. Das ist voll gut gemacht, Junge. Das ist richtig geil.
Schaufel raus, dann hast du viel mehr Momente. Von den beiden unbemerkt nähert sich ein Rivale. Ein ebenfalls kräftiger Bulle. Junge, pass auf, der will deine Bitch. Du musst was tun, Junge. Und der Bulle bemerkt den Herausforderer und greift sofort an. Mit drohend erhobenen Schaufeln stürmen sie aufeinander zu. 100 Tonnen geballte Kraft stehen sich gegenüber. Die Erde erzittert unter dem Stampfen ihrer mächtigen Schaufel. Häufig enden solche Kämpfe mit ernsten Verletzungen und manchmal sogar mit dem Tod. Hör mich aus! Mach doch mal fertig, genau! Oh, jetzt fick den weg, Junge! Der will deine Olle! Oh, ausgelenkt! Unter dem Siegesgebrüll unseres Bullen zieht sich der schwer verletzte Herausforderer zurück. Als Symbol seiner Überlegenheit schleudert der Sieger seine Trophäe empor. So! Vom so nämlich! Vom Sieg unseres Bullen beeindruckt, präsentiert ihm das Weibchen sein Hinterteil und signalisiert damit Paarungsbereitschaft. Die Belohnung für den harten Kampf. Um sich zu verletzen, verlagert der Bulle den Großteil seines Gewichts auf seine kräftige Schaufel. Das kräftezehrende Liebesspiel kann sich über mehrere Stunden hinziehen. So muss man Werbung machen. Jawohl! Bagger sind Nestbrüter. Der Nistplatz wird nach strengen Kriterien ausgewählt. In der Nähe sollte mineralhaltiges Bagger in größeren Mengen vorkommen, da dies die einzige Nahrung ist, die das Baggerjunge in den ersten Wochen zu sich nehmen kann. Das Nest wird in Teamarbeit angelegt. Gemeinsam schütten sie einen 3 bis 4 Meter hohen Erdwall auf. In wenigen Stunden entsteht das riesige Baggernest, welches das Weibchen während der Brutphase nicht verlassen wird. Vor allen Dingen ist, glaube ich, auch der Sprecher so ziemlich aus jeder deutschen Dokumentation. Nein. Ja. Nach 2 Wochen setzt der schmerzvolle Legevorgang ein. Das Weibchen scheint nervös. Der Bulle umkreist aufgeregt das Nest. Ein kritischer Moment. Unter größten Anstrengungen legt sie ihr einziges Ei. Es ist circa 1 Meter lang und bis zu 70 Kilogramm schwer. Was? Und ich dachte immer früher, die werden gebaut. Ganz vorsichtig. Behutsam schaufelt sie Erde auf das Ei, um es warm zu halten und vor Nesträubern zu verstecken. Nun braucht es nur noch Wärme und Zeit. Unter der beschützenden Obhut der Mutter entsteht neues Leben. In den nächsten 12 Wochen wird das Ei ständig bebrütet, um es auf einer konstanten Temperatur zu halten. Während dieser Zeit wird sie von den Bullen bewacht und mit Nahrung versorgt. Was essen Bagger denn? Das wird uns doch gar nicht erzählt. Ja, das stimmt. Das wird mich aber, ich glaube, Steine. Oh, das schlüpftet! So ein Atombomben-Ei. Ja, moin! Endlich ist es soweit. Das Junge schlüpft. Das bin ich voll vom Bagger. Unter großer Anstrengung befreit es sich aus der massiven Schale. Lol, what the fuck? Oh. Ein kräftiges Männchen. Aufgeregt und noch etwas wackelig auf den Raupen, tapst das Junge über die zerfurchte Erde und sucht sofort die Nähe der Mutter. Oh, voll süß. Also ein bisschen tapsig auf den Raupen. Liebevoll bietet sie dem Kleinen Nahrung an. Ach, die essen Erde oder was? Dreck! Dreck
und Steine. Beschützt von den mächtigen Grabwerkzeugen seiner Eltern, verbringt das Junge seine erste Nacht unter freiem Himmel. Was zum Fick? Das geht noch weiter. Ja, Mann. Ja, natürlich. Geht noch 5 Minuten, Sepp. Ungeduldig wartet das Junge auf die Fütterung. Die Mutter gewöhnt es spielerisch und Schritt für Schritt an immer festere Nahrung. Jeden Tag sammelt der junge Bagger neue Erfahrungen. Ich krieg jetzt schon Bock auf den Bagger. Von Mutters Schaufel aus hat er einen guten Überblick. Nein, Bagger. Zum ersten Mal nimmt das Junge die Welt außerhalb seines Nestes wahr. Eine Welt, die, wie es noch lernen wird, viele Gefahren in sich birgt. Wer kennt nicht da, das drohende Blinken eines Nesträubers. Oh, der Katapiller. Ein Radlader durchbricht den Schutz. Der Junge sind seine bevorzugte Beute. Sofort stellt die Mutter dem Angreifer ihre Schaufel entgegen. Instinktiv sucht der kleine Bagger Schutz unter dem Rumpf der Mutter. Trotz ihrer Unterlegenheit verteidigt sie todesmutig ihr Junges. Doch wo ist der Vater? Da ist er! Gerade noch rechtzeitig kehrt er von der Nahrungssuche zurück und gemeinsam schlagen sie den Angreifer in die Flucht. Für dieses Mal. Ja, der hat mehr Erde gesucht, Christian. Da die Familie mit weiteren Radladerattacken rechnen muss und der Schlafplatz unsicher geworden ist, ziehen sie weiter, um sich ein neues Quartier zu suchen. Eine harte Zeit liegt vor ihnen, denn nur 30% der Jungbagger überstehen ihr erstes Lebensjahr. Was, so 30% der Jungbagger? Ja, die sterben alle wegen der Radlader. Können wir die Sexszene noch mal sehen? Das ist doch das perfekte Thumbnail gewesen, ey. Das stimmt. Das ist wirklich. Feeds Me to React Bagger Sex. Ein Jahr ist vergangen. Der kleine Bagger ist kräftig gewachsen. Er ist jetzt im Flegelalter und hat viel Unsinn im Kopf. Beim neckischen Herumtollen mit der Mutter werden spielerisch seine Fähigkeiten im Umgang mit dem Erdreich geschult. Eine wichtige Vorbereitung auf sein selbstständiges Leben. Eine Schaufel. Für die Feinarbeit. Meinst du, so ein Bagger gibt wirklich? Ja, muss ja, oder? Ja, muss ja. Nee, das ist CGI. Nee, aber hätte auch sein können, dass sie den extra nur für diesen Film gemacht haben. So klein. Ja, genau. Hätte man mal mit Dreck beschmissen. Ja, er ist ja auch ein Pfleger. Oh, also. Schippt das einfach wieder weg. Das Kind trollt! Auch der Vater beteiligt sich an der Erziehung. Hier kann man gut beobachten, wie er seinem Sohn das Graben beibringt. Gar nicht so einfach, wie es scheint. Unter den Augen des Vaters macht der Jungbagger erste ernsthafte Grabversuche. Stolz verkündet unser kleiner Held seine ersten Erfolgserlebnisse. Da streckt er den Arm. Der junge Raupenbagger dehnt seine Streifzüge jetzt immer weiter aus. Er muss lernen, sich in seiner Umwelt zurechtzufinden. Und es gibt so viel zu entdecken. Hinter jedem Baum wartet ein neues Abenteuer. Neugierig erkundet er seine Umgebung und merkt dabei nicht, dass er sich weiter und weiter von den Eltern entfernt. Oh, der Radlader. Ja, der lauert. Unser altbekannter der Radlader hat ihm aufgelauert. Eine lebensbedrohliche Situation. Allein hat der junge Bagger keine Chance gegen den gefräßigen Angreifer. Trotzdem versucht er, sich mutig zu verteidigen. Da kommt Papi! In letzter Sekunde eilt ihm der Vater zu Hilfe, der ihm mit wachsamem Auge gefolgt ist. Bums, sie hat nichts gebracht, wa? Nee, die Radlader sind immer unter. Gemeinsam schlagen Vater und Sohn den Angreifer in die Flucht. Der Radlader zieht ab. Aufgeregt brüllt auch unser kleiner Held dem Radlader hinterher. War eine Disney-Produktion, oder? Der Vater beruhigt ihn liebevoll. Wieder vereint zieht unsere Baggerfamilie weiter neuen Abenteuern. In wenigen Jahren wird der junge Bagger seine Eltern verlassen, um selbst dann. Alter, was geiler Schott, ey! Oh mein Gott! Es obliegt nun unserer Verantwortung, ihren Lebensraum nicht weiter einzuengen und diese majestätischen, sanften Riesen, die Titanen des Erdreichs, vor dem Aussterben zu bewahren. Alter. Das war super! Das war wirklich super.
Ich hab so viel gelernt. Winkelmann. Das war einfach nur absolut bescheuert. Das war so ein gutes Video. Aber Respekt an jemanden, der sagt, okay, ich habe jetzt hier so eine richtig behinderte Idee. Ich will die aber mal ordentlich ausführen. Ja, ich brauche Kamerateams. Ich brauche Bagger. Ich brauche Radlader. Ich brauche ferngesteuerte Bagger. Und dann mache ich eine Tierdoku über Bagger. Finde ich mega geil. Mega gut. Ich finde, das war echt awesome. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tarnen des Erdreichs. Ja. Entstand mit freundlicher Unterstützung von Volvo. Also, das sieht jetzt aber nicht aus wie eine Werbe. Also in den Kommentaren stand, das wäre ein Werbefilm, aber einfach nur mit freundlicher Unterstützung von Volvo klingt ja gar nicht wie ein Werbefilm von Volvo. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall awesome. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Du. Tschüss. Tschö.